Servus Freunde, herzlich willkommen hier im strömenden Regen von Russland. Man hört schon leicht die Regentropfen, wenn man hinhört. Also man hört schon leicht, dass es regnet. Unsere Agentin hat uns was mitzuteilen hier für den Grand Prix. Ja, wir müssen ordentlich hier nach vorne pushen. Also ja, es wird ein interessantes Rennen. Ich würde sagen, wir springen gleich mal rein und schauen uns jetzt gleich die Einführungsrunde an, beziehungsweise die Startaufstellung. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung an. So, es regnet und jetzt sehen wir gleich die Startaufstellung für den heutigen Grand Prix. Auf der Pole Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton. Auf der 3 folgt Bottas vor Hamilton, Räikkönen, genau. Dann auf der 5 Verstappen, 6 Ricciardo, 7 Ocon, 8 Grosjean, 9 Magnussen, 10 Hülkenberg, 11 Wir, 12 Perez. Auf der 13 folgt dann Sainz, auf der 14 Massa, auf der 15 Palmer, 16 Alonso, 17 Van Dorn, 18 Stroll. Und dann von ganz hinten noch die Sauerpiloten Ericsson und Wehrlein. Dann hören wir mal, was Jeff zu sagen hat. Großartige Startposition für uns. Mal sehen, ob wir uns im Rennen weiter verbessern können. So, jetzt ist die Frage, wie meldet es vom Regen her? Gut, kein Stopp ist sowieso klar. Was soll man noch großartig schauen? Da stehen alle auf Intermediates. Irgendwie als hätte beim Start da vorbeikommen. Der Motor läuft. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Und Hülkenberg wird dort hinten bleiben. Dann lassen wir ihn dort hinten. Wenn er nicht mehr vor will. Bin gespannt, ob wir irgendwann mal auf die Wets wechseln müssen. Aktuell regnet schon ganz ordentlich. Ja, beim nächsten Grand Prix, also sprich nächste Woche, ist dann auch die Entwicklungszeit unseres neuen Treibstoffes vorbei, dann haben wir auch wieder mehr Motorleistung. Dementsprechend werde ich dann auch wieder die Schwierigkeit ein bisschen hochsetzen. Ansonsten haben wir vom Motor her nochmal einen Push, wo wir ja die kompletten Renault-Aggregate überholen. Und ja, damit wird es dann, glaube ich, nochmal leichter werden. Ich denke, der Reifen ein bisschen überhitzt. Nee, die sind noch nicht mal richtig im Temperaturfenster. Bauen wir hier im Windschatten. Haben wir die Reifen ein bisschen aufgewärmt. So ein bisschen hier wild am Rumkurbeln. Die Startaufstellung wird für das Rennen umgestellt. Wir haben die Reifen auf die optimale Temperatur gebracht. Perez ist jetzt noch kurz vorbeigeschlüpft, aber es ist ja egal. Es geht jetzt über in die Startaufstellung. So, ich würde sagen, drückt mir die Daumen. Ich bin jetzt die erste Runde natürlich wieder still. Und ja, ich hoffe, es passiert hier nicht allzu viel am Start. Startampel.
uns darauf aufbauen. Wie ich es mir schon gedacht habe, es wird sich wahrscheinlich in der ersten Kurve ein Stau bilden. Und da vorne kann ich in der Regel nicht mitkämpfen. Wir machen es einfach so, wir fahren hier rüber, weil fett war man ja sowieso eine Flügeleinstellung fahren. Dann gehen wir wieder zurück auf Standard. Und ich kann dann Abstand auf Perez rausholen. Klar, hier fehlt es mir natürlich dann an Leistung bzw. an Speed. Also ich habe so dezent meine Probleme. Gut, den Speed da vorne, dass ich den nicht mitgehen kann, ist eh klar. Palmer ist aus dem Rennen. Wir haben jetzt übrigens den zweiten Motor drin, also ich bin nicht mehr mit dem Motor der ersten drei Rennen mit am Start. Weil er einfach schon zu viel Abnutzung hatte. Wobei für das Rennen hier wäre es wahrscheinlich egal gewesen. Kann ich sowieso nicht die Motorleistung Vollgas ausschöpfen. Alter, habe ich nach vorne schon ein Fenster aufgerissen.
Perez hat deutlich weniger Flügel am Start. Dass die KI im Regen sowieso stark ist, das wissen wir. Kann auch mit viel flächeren Flügeln deutlich schnellere Zeiten gehen wie wir. Kommt auf deutlich flächeren Flügel besser zurecht wie wir. Dadurch kann sie auch bessere Zeiten gehen. Was kam der jetzt mit einem Geschwindigkeitsüberschuss an? Danke für den Input, Chef. Ich bin erst Runde 4. Das kommt mir alles viel schneller vor. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,5 Sekunden. So, runterbremsen. Jetzt kassiert er mich natürlich. Es wird schwer, wenn hier zu verteidigen. Innen dicht machen. Wenn ich nicht will, dass er mich hier in die Uhr holt, dann kommt er auch in der Regel nicht vorbei. So, und da holen wir uns jetzt wieder ein bisschen was raus. Jetzt haben wir uns gleich mal um 1,6 Sekunden hier verbessert. Also die Kurve war eigentlich nicht so geplant.
Sorry Leute, dass ich heute zu wenig rede, aber es ist gerade echt extremst schwierig zu fahren. Und das wollte ich halt unter allen Umständen vermeiden, weil Perez kann um einige schneller als ich. Schauen, dass ich hier irgendwie dran bleibe. Aber das wird nicht klappen. Nee, er zieht davon. Das sehe ich hier schon mit freiem Auge. Wobei die Chance besteht noch, dass wir ihn wieder kriegen. Also aufgeben tue ich hier noch nicht. Reifenstatus. So, deine Reifen sollten noch eine Weile durchhalten. Sei nur vorsichtig in den schnellen Kurven. Und jetzt ist er weg. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,7 Sekunden. Wetterbericht. Der Starkregen wird eine Weile dauern. Sieht nicht so aus, als ob er sich bald verzieht. Deine Fehlaufstand ziehen haben wir uns natürlich den Platz komplett gekostet. Wir haben eine Zeitstrafe. Ach komm. Es ist Regen, da darf man das verzeihen, dass man hin und wieder auch mal ein bisschen zu früh einlenkt. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Schon ich jetzt lieber meinen Motor, bevor dann sich da weiterhin auf Fett umstellen. Ich bin sowieso aktuell außer Konkurrenz. Ocon ist noch ein Stückchen hinter mir. Perez ein Stückchen vor mir. Ocon habe ich gut 5 Sekunden, schätze ich mal. Oder gut 6. Vettel ist letzte Runde beispielsweise 4 Sekunden schneller gewesen. Schau, ich fahre sogar auf Ocon ein bisschen was raus hier.
Komm, 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 nicht weggehen hier. Oh, Con holt jetzt schon langsam auf hier. Okay, das sind 0,4 Sekunden. Blöd, dass ich aber nur noch 4 habe. Okay, er hat aufgeholt. Um 1,3 Sekunden. Aber es wird trotzdem nicht reichen. Scheiße, bin ich jetzt aktuell langsam. Mein Reifen hat schon langsam keinen Saft mehr. Ich glaube, ich brauche zur Rettung meiner Haut jetzt wirklich noch Fett. Also ich sage, ich fahre wieder die ganzen Geraden auf Fett. Da bin ich heute langsam. Okay, Abstand zum Teamkollegen 14,2 Sekunden. 3 Runden muss ich noch fahren hier. 3 Runden noch standhalten. Nicht andauernd zum Limit von bricht das Heck aus oder bricht es nicht aus? Sieht die lange Kurve. Aus, als ob sich das Wetter bald ändert. Wir rechnen mit mindestens 20 Minuten starkem Regen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Die Runde müsste doch halbwegs gut sein, glaube ich. Und 2,3 Sekunden haben wir noch. Wir haben jetzt 0,7 verloren, das heißt, es könnte sich noch theoretisch ausgehen.
muss ich halt alles einen Gang höher fahren. So eine Runde müssen wir danach auch aushalten. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Jetzt habe ich mich sogar noch mal verbessert und habe sogar auf Ocon noch mal was ausgebaut. Jetzt zum Schluss werde ich noch mal warm hier mit der Strecke und mit dem Auto. Ja gut, den Platz behalten wir definitiv, da brauchen wir keine Sorgen mehr machen. Wir schauen, vielleicht ist sogar noch eine neue schnellste Runde von mir drin, persönliche. Nee, ich will ja nicht in der letzten Runde hier wieder an derselben Stelle das Auto verlieren. Nee, egal ob er aufholt, er darf nur nicht überholen. Wird den Wagen jetzt hier sicher über die Linie geleiten, mit einem schönen Drift. Und danach ist das Rennen sowieso vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. So, Rang 6 ja noch vor Ocon retten können, da bin ich auf jeden Fall schon mal stolz drauf, dass wir das halten haben können. Ihr habt gesehen, wie ich die Schwierigkeiten gehabt habe, also es fiel mir alles andere ans Leicht, sagen wir mal so. Großes geleistet und verdient gewonnen. Und ja, natürlich gratuliere an Ferrari das erste Podest, wo wir nicht mit draufstehen. Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Sergio Perez kommt auf Rang 5 heim. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Ziel wäre es ehrlich gesagt schon noch heuer hier einmal ja, ganz oben zu stehen. Ein paar Strecken, wo es für mich möglich wäre, weil die mir gut liegen.
Ja, mal schauen, mit neuen Motor-Upgrades sind wir auf jeden Fall dann stärker unterwegs nächste Woche. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, was bleibt von mir aus zu sagen? Wir haben den Konstrukteursplatz behalten. Das ist schon mal auf jeden Fall ein sehr gutes und starkes Zeichen. Ich bin immer noch Dritter in der WM. Räikkönen und Vettel vor mir. Die beiden 23 bzw. 27 Punkte vorne, also den ganzen Rennsieg schon. Bottas hat jetzt stark aufgeholt, ebenso auch Lewis Hamilton. Also die sind jetzt auch in, ja gut, Hamilton nicht ganz, aber Bottas auf jeden Fall den Starkdistanz. Ich werde höchstwahrscheinlich nächste Woche meinen Platz abgeben müssen. Magnussen hat noch auf jeden Fall einen Respekt am Stand, ebenso die zwei Bullen mit jeweils 24 Punkte. Perez und Ocon mit jeweils 18, machen wir jetzt auch keine Sorge. Palma komischerweise sogar mehr Punkte wie Hülkenberg bis jetzt. Und seien es immer noch punktelos. Naja, was soll ich noch dazu sagen zu dem Rennen? Es war für mich ein extrem schwieriges Rennen, wenn nicht sogar das schwierigste, was ich je hier im Spiel gefahren bin. Ich bin jetzt auch an dieser Stelle raus. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung sehr wünschenswert von meiner Seite aus. Ich bin jetzt aber raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.